Ja, und damit seid gegrüßt, liebe Zwerge, genommen mit zum Technodem zu einem neuen Tag. Ja, zu einer neuen Aufnahme. Papers, please. Ja, ich habe hier offscreen mal ein bisschen gespielt und habe hier versucht, ein paar parallele Wege zu gehen. Und ja, jetzt habe ich auf jeden Fall Tag 7 geschafft. Hier können wir mal gucken. Tag 7, Schlösser nicht ausgehoben, 0 Credits, ein Familienmitglied, so sah das standardmäßig aus. Da bin ich dann sozusagen, ich kam nicht zum Tag 8, weil meine Familie gestorben ist. Und schauen wir jetzt, der neue Spielstand, das neue 5 Credits, 4 Familienmitglieder und 0 Medaillen immer noch. Ja gut, aber wir haben jetzt zumindest eine gesunde Familie und ein bisschen Geld. Können wir jetzt mit weiterarbeiten, haben wir zumindest Tag 7 schon geschafft und können jetzt in Tag 8 starten. Sehr gut. Auf geht's, der 30. November 1982. Die Zeitung ist immer noch unbezahlbar. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet, also wenn ich ein bisschen schlimm klingen sollte, verzeiht, ich bin krank. Ich nehme trotzdem auf. Kurdischer Staatschef legt Beschwerde ein. Durchsuchungen an Grenze ohne rechtliche Grundlage. Ja. So, wie lautet die Depesche für den heutigen Tag? Ich gehe wieder zu meiner harten Arbeit an meinen harten Grenzposten und ja, verdiene mühsam mein kleines Geld unter Mindestlohn mit diesem Grenzposten. Naja, was man nicht alles für das Land tut. Das Dotska-Ministerium für Grenzschutz, offizielle Depesche. Die Kollegen haben formell Beschwerde eingelegt. Ein Diplomat wird heute zum Gespräch auf höchster Ebene eintreffen. Das automatische Durchsuchen von Bürgern und Kollegen ist nicht länger autorisiert. Bitte wenden. Diplomaten benötigen zu einer Reise nur einen Pass und eine gültige diplomatische Akkreditierung. Aktualisierte Informationen zu den entsprechenden Dokumenten finden Sie in den Vorschriften. Aha, da muss ich mal die Vorschriften lesen. Ja, ihr könnt gleich, wartet kurz. Diplomaten müssen akkreditiert sein. Pass, Dokumente müssen in Ländern sind hier Ausweis, Einreisegenehmigung. Ah, okay, also nicht mehr scannen und nicht mehr verstehe. Dann versuchen wir es mal. Der erste, bitte. Papier, bitte. Zweck der Reise. Kollegin. Ich bin Diplomat. Okay, untersuchen müssen wir nicht mehr. So. Keine Übereinstimmung. Was? Gibt's doch nicht. Ach ja, das war der Pass, passt nicht. Es ist kein Pass. Das ist der Mensch. Soma Andruck. Das passt. Ausweisnummer passt. Der Inhaber hat unbeschränkten Zugang zu folgenden Städten. Staaten. Kollegen aus Dutzger Republiken. Kraft dieses Dokuments, der unten bezeichnete Agent ist diplomatischer Vertreter eines Mitgliedstaats der Föderation akzeptiert. Okay, es scheint mir alles rechtens zu sein. Ja. Dann wollen wir es mal abstempeln. Den Diplomaten können wir einreisen lassen. Macht sie mir keinen Ärger. So, der nächste bitte. Auf Katz. Die nächste bitte. Ich will nach Astotzka einwandern, unbegrenzt. Einreise bis 23.12. ist noch nicht. Der Name passt auch. Ja, Ausweisnummer passt auch. Okay, dann können wir das schon weglegen. Männlich hat sie hingeschrieben. Das passt doch nicht. Oder? Diskrepanz entdeckt. Sie sind ein Mann. Warum fragen Sie? Na, das müssen wir doch mal. Was? Wieso scannen wir sie jetzt eigentlich? Mhm.
Diskrepanz aufgeklärt. Hey. Okay. Verstehe. Es ist ein Mann oder was? Ich nicht verstehen. Ja, gut. Ich glaube, wir müssen es ablehnen, oder? Ja. Oder doch, oder was? 83, ich bin mir wirklich nicht sicher. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Wie war das? Person war einreiseberechtigt. Erzähl mir doch, Kind. Das konnte ich natürlich auf dem Scan. Die ist jetzt. Sorry, ich habe noch meine Probleme hier im Spiel mit Transgender. Das ist hier im Spiel nicht ganz ersichtlich. Es tut mir ja wirklich leid. Ich kann es jetzt nicht. Okay, Einreiseblick ist gültig. Ah, der Freund hier schon wieder. Er braucht aber mehr als einen Einreiseblick, oder? Einreisegenehmigung. Diskrepanz entdeckt. Einreisegenehmigung gilt nicht mehr. Nein! Die hat mir sogar einen Kerl verkauft, der meinte, sie ist gut. Schau doch einmal genau nach. Ach Mensch, Freundchen, das ist, wie oft muss ich dich hier noch ablehnen? Bis du endlich merkst, dass du, das ist, bis du endlich alle Unterlagen mit hast. Das ist doch. Komm sich ja nicht wieder, genau. Oh, der Freund, der kommt immer wieder. Als erst hatte der gar keinen Ausweis, dann hat er einen gefälschten Ausweis, dann hatte der, das ist. Der hat's nie richtig. 90 Tage, 3 Monate passt. Okay, zu Besuch. Okay. Natia Mikali passt auch. Collation müssen wir nicht durchsuchen. Weiblich scheint auch zu passen. Das Bild müssen wir kontrollieren. Diskrepanz. Diskrepanz. Fingerlabor. Hat sich verändert, kann ja durchaus sein. Na komm, das müssen wir vergleichen. Das habe ich alles voller Tinte. Tut mir leid. Die Kontrolle muss sein. Übereinstimmung. Ah, okay. Das Passbild ist wohl etwas älter. Ja. Machen Sie mal ja ein Pass neu, das ist. Lassen Sie mal ein neues Passbild schießen, das ist wirklich. Wirklich, das spart einige. Das spart auch echt einige Konflikte. Ja. Habe ich irgendwas übersehen? Ja, können Sie reinlassen. Ich hoffe doch. Ich kann mir die Mahnung nicht nicht leisten. Oh, wer ist denn das? Der Orden erwartet sie. Estik. Common Drecks. Oh. Wer ist denn das? Ein mysteriöser Orden. Der wollte gar nicht einreisen, der wollte mir nur das hier geben. Aha. Okay. Ich hebe es mir hier mal auf, das muss ich genau beobachten. Mysteriöse Persönlichkeit. Das ist irgendwie ein Geheimbundorden. Paulinen Noriska. Okay, das passt. Die passt nur, passt aber nicht. Ja, hier. Das Gewand. Verhören. Stehen zwei verschiedene Ziffern. Nicht nur zwei, ja. Müssen wir sie dafür arrestieren? Ach komm, nee, so sind wir mal nicht. Wir können sie einfach ablehnen. Dann kommen. Gehen sie. Müssen wir nicht unter Arrest stellen. Das ist jetzt weniger kein Passnummer. Na komm. Den Typ, der hier immer mit falschen Unterlagen kommt, den müssten wir mal arrestieren. Noch hatte sich nichts zu Schulde kommen lassen. Das Logo ist aber schon schön, ist schon cool. Das ist bald ich auf dem Ding. Das hier.
2 Tage, 26.12. Okay, der Pass gilt auch noch. Männlich scheint er wirklich zu sein. Das Bild kontrollieren. Stimmt. Passnummer stimmt auch. Ja. Ich sehe nichts, was dagegen spricht. Transit, ja. Gehen Sie. Der nächste, bitte. So, wen haben wir hier? Stotzka. Willkommen, Einheimischer. 1,74, die Größe mal kontrollieren. Übereinstimmung. 71 Kilo stimmt auch. Geburtsdatum stimmt. Ja. Der Pass ist noch gültig. Ja, können wir abstempeln. Können wir sie reinlassen. Willkommen daheim. Wie denn das? Ungültiges Distrikt? Ach, verdammt. Noch kein Bußgeld zum Glück. Oh Mann, Astotzka. Ah, da ist ihr Ausweis. 53 Kilo stimmt. 1,74 scheint auch ungefähr zu stimmen. Weiblich. Passt auch. Das Gesicht passt auch. Ostchristin. Da. Keine Übereinstimmung. Okay. Wie können wir das? Ich würde es mal ablehnen. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ach, verdammt. Distrikt. Bitte kein Bußgeld. Bitte kein Bußgeld. Ah, ich kann es mir nicht leisten. Verdammt! 5 Credits. Ich krieg schon so viel zu wenig Geld. Ah, mein Sohn ist wieder krank. Ihr Sohn ist krank und braucht Medikamente. Kabine verbessern ist jetzt nicht. Ah, ich habe noch 5. Das ist gut. Ich brauche nämlich Medikamente für den Sohn. Dann bin ich wieder pleite. Gut, dass die Ersparnis vom Vortag noch hatte. Jetzt muss ich den. Ja, jeder friert, jeder ist krank. Die Kabine verbessern kann ich jetzt nicht. Das ist. Muss wirklich ausbleiben. So, Tag 9. Wir gehen schlafen. Und standen den nächsten Tag. Hochrangige Kollege ist astotzkanischer Spion. Oh, das gibt's doch nicht. Als vermisst gemeldet, wahrscheinlich tot. Das Wetter. Die Politik. Die Wahrheit aus von Astotzka. Das Blatt ist immer noch unbezahlbar. 1. Dezember 1982. Oh, kann man das erste Adventskalendertürchen öffnen. Großartig. 1. Dezember 1982. Mal sehen, ob wir es bis ins neue Jahr schaffen. So, ein verdeckt operierter Agent ist des Ministeriums enttarnt worden. Das Ministerium für Grenzschutz hat seinen Dienst als Vermittler geboten, mehr dazu später an heutigen Tagen. Aha, ich krieg also noch meine Wäsche zwischendurch reingereicht. Ansonsten alles gleich. Jetzt. Scheint irgendwie ein mysteriöser dunkler Orden zu sein. Mir gefällt das Logo. Das ist irgendwie, ja, hübsch, hübsch. Na, wer sind Sie denn? Hallo. Bist du der Spion? Was? Nein. Ich bin der Wärter hier. Mein Name ist Kalensk. Die haben gesagt, ich kriege einen guten Posten und dann schicken sie mich hier. Das ist also der Dank. Und jetzt verdiene ich so gut wie nichts. Als ob wir anderen hier mehr verdienen. Ja, aber jetzt pass auf. Ich kriege einen kleinen Bonus, wenn du Leute einbuchtest. Je mehr du einbuchtest, desto mehr kriege ich. Aber fair ist das nicht, oder? Du solltest auch was kriegen. Also werde ich dieses kleine Problem lösen. Für jeweils 2 Leute, die du einbuchtest, kriegst du 5 Credits von meinem Bonus. Klingt für dich nach einem guten Geschäft. Du kriegst Geld, sobald die mich bezahlt haben. Machen wir das Beste draus. Oh, jetzt werde ich hier bestochen. Die Leute, von der Wache, die dort mit dem Gewehr steht. Nächster, bitte. Oha.
Wir kriegen Geld, wenn wir Leute einbuchten. Ich will arbeiten. Als Unrecht will ich jetzt, werde ich jetzt garantiert keinen einbuchten. Das ist. Aber vielleicht werde ich mal lieber, wie ich es beim letzten Mal gemacht habe, nicht den Pass schlecht abstempeln, sondern vielleicht mal den einen oder anderen einbuchten. Ich brauche das Geld. Ich bin arm. Hier in der Zubritzka. 12.2. Okay, der Pass gilt noch. 4.5. ist der Pass gilt auch noch. Einreise bis 9.11. 82, das gilt hier nicht mehr. Diskrepanz. Verhören. Sie können nicht mit einem laufenden Dokument einreisen. Ich konnte erst kommen, jetzt kommen. Und dafür kann man sie nicht arrestieren. Dafür will ich sie auch nicht arrestieren. Verarbeitet. Okay, das passt. Ja. Gut, dann musste ich leider ablehnen. Werden doch bestimmt noch ein paar finstere Agenten und so weiter einheften können. Für jeden. Ne, für zwei gibt es 5 Credits. Ich hab's nötig. Ja, ich brauche einen Pass. Besuch. Ich brauche einen Pass. Pass her. Diskrepanz. Wo ist der Pass? Die haben mir meinen Pass genommen. Also, das ist ja gut, das kann ja mal passieren, aber hier kamen schon einige. Wie gesagt, haben sie haben mir meinen Pass abgenommen. Das glaube ich langsam nicht mehr so. Gehen Sie. Das will ich nicht weggeben. Sonst mache ich noch Werbung für eine illegale Organisation hier. Das ist, könnte ich ja hier Haus und Hof verlieren. Ich habe nicht viel Zeit. Hier nehmen Sie. Was? Passen Sie gut drauf auf. Ich werde von ein paar Hochstaplern verfolgt. Tut so, als käme er von dem Ministerium für Hochinformation. Wenn nach dem Papier fragt, geben Sie ihm stattdessen das hier. Aha. Okay. Ein vollständiger Bericht. Wo ist der Unterschied? Welches Verhalten von Wasserfüllen? Aha. Das ist also das Falsche und das ist das Richtige. Kann ich das irgendwie öffnen oder? Ist das Falsche und das ist das Richtige? Ich bin langsam verwirrt. Das ist das Richtige. Okay, dann müssen wir dem wohl das Richtige mal aushändigen. Wir wollen ja hier, ja, bin maximal verwirrt. Papiere bitte. Ah, Stutzka. Willkommen zu Hause. Größe passt einigermaßen, würde ich sagen. Übereinstimmung. So, männlich ist er auch. Das Bild passt. Ja. Können wir ihn mal reinlassen? Nein, können wir nicht. Diskrepanz. Den müssen wir leider abstempeln. Sie können nicht einreisen. Nicht willkommen zu Hause. Tut mir leid, Sir. Der nächste. Sehr gut, haben wir richtig gemacht. Nasekatz. Besuch. Dauer des Aufenthalts nur 2 Wochen. Sie brauchen trotzdem Einreisebeleg, Einreisegenehmigung. Diskrepanz. Einreisegenehmigung fehlt. Habe ich verloren. Ja, einbuchten kann ich es nicht. Sehr schade. Ich brauche das Geld. Dafür würde ich dafür vielleicht. Meine Familie. Na, es kommen bestimmt noch ein paar Kriminelle hier. Papiere bitte. Papiere bitte. Ihr Papiere. Ich komme vom Ministerium für Information. Sie haben was für mich. Geld?
nehme ich an. Was ist das Falsche? Sicher, dass die vom Ministerium kommt? Können sie sich ausweisen? Perfekt. Das war jetzt das Falsche. Behalte ich jetzt. 10. Ich krieg jetzt Ärger, wenn das die richtige war. Dann habe ich ja noch was, kann ich hier noch rausgeben. Antikrien. 14 Tage zu Besuch. 23.12. ist noch nichts. Okay. Passnummer stimmt. Name stimmt auch. Der Pass ist auch noch gültig. Übereinstimmung. Okay, ich glaube, die können wir reinlassen. Nicht das Geld abstempeln. Das behalten wir jetzt. Jetzt sieht man keinen Ärger. Schnief. Verzeihung. Ah, Stotzka. Wieder ein Einheimischer. Okay, Größe passt auch. Das ist ja riesig. Gilt noch, ja. Der Alter im Distrikt. Na, das stimmt aber nicht. Diskrepanz. Können wir leider nicht verhören. Müssen wir abstempeln. Der letzte heute. Mein Name ist Comdex. Sie haben etwas von mir gehört? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Gehen Sie? Was wollen Sie von mir? Nee, das ihm geben? Comdex. Mhm. Sehr gut. Schnell lesen Sie. Mhm. Schnell lesen, zurück an Boden. Sotska ist ein Großland in dem, der eine Art Gruppenführung des Krieg hat. Im Jung, helfen Sie uns, als Sotska von Ketten zu reißen. Stern von Estik. Verlieren Sie das ja nicht. Was? Was haben wir denn da? Person war nicht einreiseberechtigt. Sie ist freiwillig gegangen. Die Familie brauchte Medikamente. Kann ich nur verbessern? Brauchen wir jetzt auch nicht. Alle krank. Oh Mann. So viel Geld haben wir nicht. Wir brauchen Geld. Wir müssen den Typen haben. Wir müssen ein paar Leute verhaften hier. Nahrung können wir jetzt wegnehmen und dann werden sie alle für einen Tag. Nur so können wir die Medikamente bezahlen, indem wir einen Tag hungern. Ja, muss. Ich hoffe, sie überleben es. Sie erhungern nicht. Tja, haben wir wieder mal 2 Tage, haben wir mal ein Part wieder geschafft. Da habe ich nach oben, soll es euch gefallen haben. Weiter geht's im nächsten Part mit Tag 10, wenn ich schon richtig geguckt habe. 2. Dezember müsste Tag 10 schon sein. Man sieht sich im nächsten Part. Tag 10.